Guten Tag zusammen, willkommen zurück zu 7 Days to Die, Nodusch allein zu Haus. Und ja, wir wollen heute nochmal kurz gucken. Ich habe meine Frames dabei, ne? Gut. Nicht, dass ich hier schon wieder anfange. So, ich will mir als allererstes Material für eine Forge holen. Dazu sammle ich mir erstmal, würde ich sagen, die ganzen... Ne, das war schon gesammelt. Erstmal die ganzen losen Steine. Ich glaube, da fahre ich erstmal besser mit, als wenn ich hier anfangen will, auf den Berg da rumzukloppen. Könnte ich zwar auch machen, aber das mache ich dann lieber erst, wenn ich nachher eine Iron Pickaxe habe. Ich denke mal, ich werde eine Iron Pickaxe als erstes machen, sofern ich nachher das Material habe. So. Wir müssen die Zeit noch etwas nutzen. Wir haben 17 Uhr. Wir brauchen noch Lehm, fällt mir gerade ein. Wo hatten wir denn hier das nächste Lehmvorkommen? Das war hier vorne. Latschen wir doch da mal Gau hin. Haben wir auch noch mal. Reicht ja, wenn wir vielleicht erstmal so ein, zwei Lehm rauskloppen. Können wir gar nicht auch... Hier haben wir es ja noch gar nicht entmüllt. Das wollte ich doch als erstes machen. Das ist ja auch wieder... Das ist auch wieder so pro. So pro ist das wieder so. Schmeißen mal überhaupt mal die Knochen weg. Da haben wir wenigstens zwei. Ich weiß, es ist nicht ganz schlau, aber wir kriegen Knochen hier auch nochmal alle naselang wieder. Das müsste eigentlich schon Leben sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das müsste Leben sein schon, ja. Sieht man nämlich jetzt gerade so ein bisschen schlecht. Es ist nämlich so, so auch recht dunkel. Und dann bauen wir uns dann gleich erstmal einen Ofen. Dann haben wir dann ein bisschen Leben. Da können wir uns die Moles machen. Jo, Leben. Sehr toll. Dann brauchen wir noch Holz. Und wir brauchen natürlich auch Metall. Na komm schon. So. Stein. Wir holen uns, reparieren erstmal diejenigen welche. So. Dann holen wir uns wenigstens mal ein bisschen Metall, dass wir ein klein wenig, dass wir vielleicht schon so drei Stück brauchen. Wir brauchen ja drei Barren, da werden wir natürlich mit dem Scrap Iron nicht viel weiterkommen. Aber vielleicht zumindest so ein bisschen haben wir Fragments, ja. Sehr gut. Nicht, dass wir die fallen lassen, weil wir keinen Platz haben. Augenblick Zeit haben wir noch am heutigen Tag. Es ist wieder so dunkel, ey. Das ist, finde ich so Sünde irgendwie, dass es wieder so dunkel ist. Dann sieht man wieder nichts. Wir brauchen Helm, wir brauchen eine Taschenlampe, wir brauchen irgendwas. Und wir sind wieder so vollgemüllt, also, warum ich das nicht gleich gemacht habe nach der letzten Folge. Also ich habe ja jetzt eine längere Aufnahmesession. Also die Folgen, die ihr seit Sonntag praktisch seht, das ist alles eine Aufnahmesession. Dann sind auch noch drei. Die nehmen wir auch mal mit. Dosen. Können wir die scrappen? Jo. Können wir scrappen. Dann können wir nämlich den Pfeil mitnehmen. Die können wir uns nämlich dann auch gleich gießen. Der war hier nicht eben. Da war noch Felsen. Den Stein nehmen wir mit. Apropos, welchen Level habe ich gerade eigentlich? Ups, wollte ich gar nicht. Level 9 noch. Ich dachte, wir sind schon wieder aufgestiegen. Anscheinend nicht. Ja gut, wir werden natürlich die Nächte, oder was heißt die Nächte, auch so gerade so die Abende, so wie jetzt 18 Uhr, 19, 20, 21 Uhr, die werden wir in Zukunft natürlich auch mehr ausnutzen. So, aber ich sehe hier gerade nichts. Wenn ich jetzt einen Mining-Helm hätte, dann wäre ich um diese Uhrzeit definitiv noch draußen bis um kurz vor 12. Weil man muss die Zeit nutzen, ne? Aber das, da ich hier momentan nichts sehe, ist das eher schwierig. Und bevor ich überhaupt nichts mehr sehe und nachher vielleicht auch einen Bären übersehe, gehe ich lieber rechtzeitig rein. 43 Steine, das ist gut. Damit kriegen wir schon mal locker. Locker. Auf jeden Fall eine Forge gebaut. So, dann nochmal aufs Crafting-Menü. Das reparieren wir nochmal.
Mal gleich mal gucken, was wir schon an Iron Fragments haben. Wie gesagt, das muss ja auch erstmal nur für... Vielleicht erstmal für drei Barren reichen, weil wir ja drei Barren für eine Iron Pickaxe brauchen. Und dann bauen wir diese Steine auch schneller ab. Können dann mehr Eisen und schneller Eisen einschmelzen. Und dann können wir uns dann auch noch eine Fire Axe craften, wo wir dann mehr Holz kriegen und so weiter und so fort. Aber ihr wisst das ja, ihr kennt das ja. Brauche ich euch ja nicht erklären. Aber es ist schon ein Unterschied. Also, wenn man erstmal eine Forge hat, dann wird alles oder vieles besser. Hoffe ich. Obwohl ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das im Privatspiel war. Ja, im Privatspiel war das. Da hatte ich mal so eine einfache Iron Pickaxe, habe ich ja ausprobiert, weil ich da ja... ich weiß gar nicht, die hatte ich, glaube ich, gelootet. Genau, die hatte ich gefunden und habe die ausprobiert und die ist nicht doll. Die war komplett repariert, die war voll, hatte also theoretisch vollen Schaden und, also die ist nicht wirklich gut. Ja, da sind wir zwar immer noch schneller als mit so einer... Obwohl, na gut, müsste man ausprobieren, ob wir dann tatsächlich schneller sind mit einer Iron Pickaxe als mit einer Steinaxt. Hoffe ich zumindest. Aber Steine haben wir erstmal genug. Da können wir uns auch Pfeile wiederherstellen. Haben wir auch wieder ein paar Pfeile, weil daran hapert es ja beim letzten Mal, wo wir Pfeile hergestellt haben. Da hatte ich zu wenig Steine und das ist natürlich auch nicht so prall. Haben wir wieder ein paar Steine auf Lager. Vielleicht baue ich mir dann auch mal eine zweite Forge, dann können wir schneller kokeln. Mal gucken, wir haben ja auch noch nicht so viele Ressourcen, dass wir jetzt wirklich eine ganze Produktionsstraße bauen können, von daher. Ja. Nein! Ich hatte natürlich Coin Gross. So, ich muss mich erstmal kratzen. Ja, was schmeiße ich denn mal weg? Schmeiße ich ein Ei weg? Macht man ja eigentlich nicht, ne? Macht man ja eigentlich nicht. Mach ich aber trotzdem. Haha. Nee, weil... Das ist erstmal wichtiger hier. Ich muss erstmal ganz fix. So. Nein. So. Da. Craft Basics. Stone Axe. Craft. So. Immer noch keine gelbe. Gelbe sei schon hier, orange. Ne? Ah, siehst du mal, kurz vorm Ende ist sie kaputt gegangen. Und ich hatte hier irgendwo noch einen Stein gesehen. So einen fetten Stein aus der Dist. Irgendwo hier. Ich zieh mich zurück, ich glaube, da kommt eine Horde. Gut, dann würde ich sagen, entmüllen wir uns erstmal, würde ich sagen. Gut, wir haben... Das haben wir da. Dann haben wir... Das können wir noch woanders wegsortieren. Das können wir da reinschmeißen. Grain Alkohol, das können wir da reinschmeißen. Und für die anderen haben wir schon Plätze übrig. Die können wir scrappen. Die können wir sich auch scrappen. Was lassen wir erstmal? Ich will das... Ach ja, die hätten wir eigentlich auch so verbrennen können. Naja, gut, okay, dann machen wir das gleich so. Ist ja auch wurscht. So, Eiersuppen. Dann haben wir das. Bier haben wir woanders drin. Vermutlich da. Ne, aber da haben wir Moldybread drin. Kaffee haben wir da drin. Kochtöpfe haben wir auch schon zwei. Sehr schön. Das haben wir da. Da drin, da haben wir Breast drin. Fett, achso, hier 19 mal Sham habe ich übersehen. Den Fisch hat man schon 19 mal Sham, 21 mal Sham, hallo? So. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich noch eine Horde war, aber es sah so ein bisschen danach aus, muss ich dazu geben. So, nehmen wir die erstmal mit. Können wir hier noch was reinschmeißen? Dann sortiere ich das nämlich schon mal um. Ach, können wir das Öl da auch? Ne, das Öl hatten wir ja woanders.
Dann packen wir erstmal die Gläser rein, würde ich sagen. Und auch die Gläser. Ach so, auch das Bier können wir da reinschmeißen. Oder es auch hätten hier reinpacken können. Ist egal. Stoff. Schmeißen wir rein. Was haben wir da hinten drin? Haben wir Papier. Klebstoff hatten wir. Ah, ne, Klebstoff hatte ich gefunden, aber weggeworfen. Richtig, so war das. Hier haben wir Öl. Dann haben wir davon. Brauchen wir. Nee, Blödsinn, so rum. Gut, dann haben wir das zum Einschmelzen. Das können wir einschmelzen. Das können wir einschmelzen. Haben wir hier noch irgendwas zum Einschmelzen? Ich glaube, ich werde auch die Wrench mal einschmelzen, weil die nutze ich sowieso so gut wie nie. Ja, gut, die Iron Pipes könnte man natürlich auch noch. Oh, genauso wie ein Kochpot. Ich werde mal einen Kochpot opfern. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Scrap Iron und können daraus dann wunderbar dann Werkzeuge machen. Wir können uns dann später immer noch einen Kochpot craften oder wir werden auch noch Tausende finden. Da mache ich mir gar keinen Kopf drum. Hauptsache, wir haben einen Kochpot, den wir dann nachher überhaupt nutzen können. Haben wir doch noch, ne? Habe ich den jetzt hingeschmissen, den anderen? Oder war da noch wie drin? Ach, da war drin. Okay. Da haben wir den auch noch frei. Was haben wir hier oben? Da haben wir auch nichts mehr drin, was wir weggeben können. Da ist auch alles gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann bauen wir uns doch mal flugs eine Forge. Eine Forge, sozusagen. Wo haben wir denn da eine Forge? Die Forge. Da. Oh, endlich eine Forge. Endlich eine Forge. Unglaublich. Unglaublich. Grandios quasi. Also, das macht einiges hoffentlich einfacher. So. Die Forge, die packen wir uns mal hier hin. Und dann holen wir uns von hier oben noch die Kohle. Nein, machen wir nicht. Wir nehmen erstmal die Stühle. Und dann brauchen wir noch Moles. Moles. Resources. Lump of K. Achso, dann können wir die auch gleich scrappen. Das kommt aufs Gleiche raus. Und dann machen wir uns gleich noch schöne Eisenmold. Forging Moles. Lead Ingot. Iron Ingot. Jawohl. Wunderschön. Wunderschön. So, ab rein damit, dass wir das auch fertig haben, bevor nachher es 0 Uhr wird, die anfangen da rumzulaufen. Das finde ich nämlich auch etwas bescheiden. So, jetzt haben wir erstmal 13, auch 13, 13 Minuten ist aber ordentlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist eine gelbe, ich weiß, aber wie gesagt, das ist mir jetzt auf die Art und Weise erstmal lieber, dass wir dann so ein bisschen Material zusammenkriegen. Auch Scrap Iron werde ich gleich einschmelzen. Dass wir da so los sind. So, Scrap Iron rein. Da haben wir nämlich schon gleich den ersten Eisenbarren, jawohl. Drei Stück brauche ich, dann habe ich zumindest diese Iron Pickaxe. Und vielleicht kriegen wir ja noch genug Material zusammen, dass wir uns auch noch eine Fire Axe bauen können. Also bräuchte ich insgesamt fünf. Wenn wir fünf Bahnen zusammenkriegen, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Dann habe ich nämlich genug Material, um ordentlich Holz zu sammeln, um Steine zu sammeln und das andere Metall und. Das sieht schon gar nicht verkehrt aus. Ja, könnte vielleicht sogar tatsächlich reichen für 5. Habe ich mir jetzt nicht ausgerechnet, ehrlich gesagt. Aber es wäre auf jeden Fall schon mal gar nicht verkehrt. So, weil dann, wie gesagt, dann haben wir eine Iron Pickaxe, wir haben eine Fire Axe, das heißt, wir können es ordentlich Holz kloppen für die Woodlock Spikes. Und dann können wir uns auch schön Eisen herstellen für weitere Tools. Obwohl, ich sag mal so, ich brauche jetzt eigentlich erstmal nur wieder das Lederbuch. Wenn ich das Lederbuch dann habe, dann könnte ich mir dann auch Lederstripes nachher herstellen. So, das kommt da noch mit rein. Oh, das reicht. Das reicht. Das sollte reichen für eine 5. Ja, das sollte reichen. Aber dann haben wir auch gleich noch vielleicht noch einen Barren mehr, vielleicht zum Reparieren. Schauen wir mal.
Ich werde auch noch kein Fleisch braten. Wir haben ja sowieso noch so viel Dosenfutter. Weil jetzt so kurz vor 0 Uhr, da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht so unbedingt auffällig verhalten. Mensch, bin ich froh, dass ich eine Forge bauen kann. Echt. Das freut mich total. Total geil, echt. Jetzt werden wir, wie gesagt, noch ein Buch über Leder und dann wäre ich erstmal froh. Ah, es reicht natürlich gerade nicht. Komm, wir machen nur so uns hier noch irgendwas, was ich einkugeln kann. Das ist No-Go. Guck mal, da haben wir noch so eine Dose, die bringt uns auch nicht viel. Wir nehmen mal. Wir haben dafür noch vier Stück, dann nehme ich dann lieber nochmal so eine Pipe dazu. Vielleicht reicht das aber auch. Guck mal, es reicht auch so. Wunderbar. Stühle nehmen wir wieder raus. Perfekt. Dann können wir uns auch gleich, wenn wir schon mal. Siehst du, perfekt. Perfektes Timing. So. So. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ich wollte eine Mold craften. Und zwar eine Arrowhead Mold. Iron Ingot, Tungsten, Brass. Brauche ich eigentlich alles noch nicht, aber eine Arrowhead Mold werde ich bauen. Da können wir uns nämlich dann auch bessere Pfeile craften. Wunderbar. Na, mal gucken. Mal schauen. So, wir machen uns noch einmal mehr Sticks, weil ich glaube, das wird nicht reichen. Doch, das müsste eigentlich reichen. Das müsste reichen. Dann machen wir uns nämlich als allererstes gleich mal eine Iron Shovel, Iron Stone Pickaxe. So. Ach, und gleich ein Orange Herz allerliebst. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Herrlich. So, dann machen wir uns jetzt noch eine Fireaxe. Die kann meinetwegen dann auch grau sein. Ist sie natürlich auch. Nun gut, dann nehmen wir die vier dafür. Ja, machen wir. Dann können wir übrigens reparieren. Wir müssen eh noch einiges an Material dann einsammeln, kommenden Tag. Ist natürlich die Frage. Weißt du was? Ich mache mir noch gleich ein paar Eisenpfeile. Ganz eiskalt. 24 Sekunden, na siehst du. Dann machen wir uns gleich mal ein paar Eisenpfeile. Mich würde mal echt interessieren, wie viele ich aus einem Baden rauskriege. Allerdings ein so eine Pfeilspitze macht immerhin 5 Pfeile. Also da stehen wir schon gar nicht schlecht da. Okay, man kriegt also 12 Pfeile aus einem Bahn raus. Das ist schon mal gut zu wissen. Das schmeißen wir mal hier mit rein. Auch Lump of Clay schmeißen wir hier rein. Ach komm. Ach nee, das können wir auch da oben wieder reinschmeißen. Hier ist eh noch Couch-Garnitur. Hier ist noch ein bisschen was zum Verfeuern, außer die Maple Seeds. Das passt schon. So, wir können uns Pfeile herstellen. Ja, 23. Da haben wir 12. Also brauchen wir noch 9 Sticks. 9 Stickies. 9 Sticks, ja. Dann können wir uns erstmal 9 Sticks herstellen. 12, meine ich, 12 Pfeile insgesamt. Jo, dann craften wir uns gleich mal Ammo, Iron. Da machen wir gleich mal die Hütte voll. Ja, sehr schön. Dann haben wir nämlich auch gleich für die Horden, beziehungsweise für die Hunde auch gleich mal Eisenpfeile. Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja, als ich im Livestream war, hatten wir ja auch so viele Hunde. Und den konnte ich ja gar nichts antun. Da konntest du ja Pfeile ohne Ende reinjagen. Jetzt hat sich das natürlich etwas geändert. Also auch die Steinpfeile machen jetzt wesentlich mehr Schaden. Also stehe ich nicht so ganz auf verlorenen Posten. Aber jetzt habe ich natürlich auch Eisenpfeile, die ich herstellen kann. Und die machen natürlich noch mehr Schaden. Und das ist herzallerliebst. Ja, herzallerliebst. Sehr schön. So, dann packen wir uns mal die Steine hier rein. Ein Woodframe. Den brauchen wir natürlich unten für die Treppe. Und
Die drei können wir uns noch einlagern. Die brauche ich momentan nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die Tabletten hingeschmissen habe. Schmeißen wir die einfach hier mit hin. Dann haben wir die erstmal sicher. Hier haben wir auch noch einen Arrowhead. Den könnten wir eigentlich noch mit verbraten, oder? Weil wir haben ja jetzt eine Mold. Komm, verbraten wir mit. Wir haben jetzt eine Mold. Egal. So, Ammo, Weapons, Iron Arrow. Craft. Da haben wir nämlich nochmal wieder 5 Pfeile mehr. So. Wunderbest. So, wir haben eine Iron Pickaxe. Wir haben die Fire Axe. Wunderbar. Dann können wir jetzt kommenden Tag, müssen wir auch, weil wir sind jetzt Tag 5. An Tag 6 kommen die Hunde schon. Also müssen wir heute so ein bisschen Gas geben. Insofern passt es ganz gut. Wir sind wieder am Ende einer Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich will hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr auch mehr sehen wollt von 7 Days to Die. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.